Junior, schlagen Sie Ihr Programmheft auf. Die Seite 23, Junior A, 50 Kubikzentimeter, drei Wertungsläufe. Gestiftet werden die Pokale vom Steuerbüro Hömmen und Kollegen aus Werde, vom Kiebitzmarkt Werde, von der Heinrich Grummel GmbH und Co. KG aus Werde. Und wir haben folgende Fahrer hier am Startband mit der Startnummer 2 Kelvin Richter, mit der 4 Tom Finger, mit der 8 Marlon Hegener, mit der 10 Fabian Heinemann, mit der 13 Uwe Fissler, mit der 19 Nick Heidermann, mit der 20 Fabian Schulze und mit der 41 Ninke Tibesma. Und wir sehen dort, geht es gleich voll zur Sache. So geht es hier um den Kurs. Tom Finger, er erwischt einen super Start und setzt sich gleich in die führende Position. Und so geht es jetzt hier um den Kurs, drei Runden zu absolvieren. Tom Finger also ganz vorne, aber ihm im Nacken sitzt Kelvin Richter, der sich natürlich noch nicht aufgegeben hat in der letzten Runde. Dahinter Fabian Heinemann, dann haben wir mit der Startnummer 8 Marlon Hegener. Aber was passiert vorne? Kann Tom Finger seinen Vorsprung halten oder geht da noch was bei Kelvin Richter? Wir kommen in die Zielkurve. Wird es da nochmal einen Angriff geben? Oder kann Tom Finger sich hier einen Startsieg herausfahren im ersten Lauf? Ja, das sieht gut aus. Also, Tom Finger vor Kelvin Richter und der Startnummer 10 Fabian Heinemann. Dann haben wir eine etwas größere Lücke. Dann kommt Marlon Hegener mit der Startnummer 8 ins Ziel. Und jetzt haben wir noch eine etwas größere Lücke. Eda Ninke Salvesma vor Fabian Stutzke ins Ziel kommt. Und wir haben am Ende dann noch mit der Nummer 19 Nick Heidermann und die Startnummer 13 Uwe Fissler hier vom MSC Werde.